Boom, Baby! Willkommen zurück zu Let's Play Infamous. Und ich bedanke mich herzlichen Dank auch noch an alle, die mich jetzt abonniert haben. Es sind insgesamt 81 Abonnenten. Ich habe mich über deine Freundin informiert. Oh ja. Ah, du bist wohl ein ganz schlauer, was? Sie ist vom FBI. Und zwar von ganz oben. Eine Superagentin. So eine, die geschickt wird, wenn es wirklich brenzlig wird und die Kacke so richtig am Dampfen ist. Vor 6 Monaten wurde sie in eine neue Abteilung namens Defender verlegt. Danach ist die Spur kalt. Einer meiner Jungs glaubt, dass sie für den DARPA arbeitet. Du hast Jungs? Ich meine es ernst, Mann. Hör mir endlich mal zu. Die DARPA ist der Drahtzieher aller geheimen Operationen. Es handelt sich um eine Netzwerk- und Abteilung, die niemandem untersteht. Wenn sie eine von denen ist, solltest du auf die aufpassen. Bietet nicht für einen einfachen Leben, bietet stärkere Menschen zu werden. Von John F. Kennedy. 16. Tag. Der Standort der letzten Verteilerstation im Neon-Viertel wurde auf Ihr GPS geladen. Begeben Sie sich so schnell wie möglich dorthin. Oh, oh yeah, Baby, jetzt geht's los. Fürs Aufwachen habe ich keine Zeit. Und warte mal, die Mission könnte ich eigentlich ummachen, aber dafür habe ich erstmal keine Zeit, weil ich ja hier die Hauptmission mache. Das mache ich dann, wenn ich dieses die böse Seite fertig habe. Und dann fange ich weiter mit der guten Seite an. So, jetzt heißt es erstmal gucken, ob hier irgendwo hier so eine NG-Station ist. Leider nicht. Okay, gut, dann gehe ich mal hier rein zum Missionsanfang schutzlos. Wow, fuck, Alter, das war ja wieder sowas von aufladbarer Stromkasten. Oh, toll, oh nein, Kletterpassagen und ich hasse ihn. Oh, toll. Ich warte erstmal. So. Ach, Scharfschütze, das ist gut. Bäm, bäm, bäm. Präzisionskraft freigeschaltet. Dann kann man mit der vorderen Taste drücken, dann ist es dann übelst voll langsam für die ein. Und dann kriegen die. Und damit können wir dann
aus der Präzision, also aus weiteren Entfernungen, die Gegner so mir nichts ausschalten mit 2 bis 3 Schlägen. Kommt drauf an, wie viel Energie ihr habt, also Batteriekonten, ja. Deswegen habe ich ja diese komischen Scherben eingesammelt, damit ich an die, sagen wir, Präzisions. Wo ist es denn jetzt? Ah, hier, Präzision. Weil, wenn man jetzt sehr weit ist. Ah, diese verfickten Kamikazenviecher. Ah, scheiße. Ah, toll. Den letzten Fund, ne. Genau das hasse ich, ey. Genau wenn ich quatsche. Und so, nochmal. So, jetzt. Bam. So. Kommt noch einer? Noch einer. So. Man hat's gesehen. Präzision ist gut. Mit Präzision können sie Feinde anvisieren, die sich in Deckung befinden. Wie zum Beispiel bei diesen hier. Den kann man einen Präzisionsschuss einsetzen. Aber das Dumme, die bewegen sich ja meistens immer wieder. So. Ist auch gut so, da kann man richtig. Das ist wie so beim Scharf, wie beim Call of Duty Black Ops, wenn man jetzt einen Kopfschuss so. Das war gut. So, weiter geht's. Das ist auch gut, wenn jetzt die Reaper so eine Art Schild um sich haben. Also ist ein guter praktischer Vorteil, aber ein Nachteil ist, wenn man sich angegriffen fühlt. Jetzt kommt hier wieder diese Präzision, Präzisionsdingsbums. Da hinten sind 4 Gegner. Einmal, zweimal und da hinten ist noch einer. Wie mit Schild. Ich lade erstmal kurz auf hier. Ich muss erstmal wieder meine Energie zaunen. Wie ein Kopfschuss. So. Perfekt. Das nenne ich mal einen perfekten Schuss. Oh, das war noch perfekter. Wenn ich da jetzt runterfalle, Alter, dann heißt es Game Over. Dann muss ich die verdammte Scheiße nochmal machen. So, da ist der zweite. Mal sehen, ob ich. Ah, Scheiße. Jetzt aber. So. Fuck. Ja, das passiert eh. Ah, Dummheit! Hä? Oh, klar. Gib mir erstmal mal Energie. So. Nein! Oh, fuck! Alter! Was ist heute hier los?
Alter, fuck. Heilige Scheiße. Ich glaube, ich mach mal lieber hier ein Sicherheitssafe. Sicher, sicher. Das war ein bisschen zu weit. Gut. Weiter. So, Wow. Ganz langsam. Aber das sieht irgendwie gefährlich aus hier. Es könnten wieder hier Gegner kommen, aber ich habe hier ein ungutes Gefühl bei dem Ding hier. Nein? Nichts? Okay. Täuschung. Vortäuschung. Ach, nur bis bei einer scheiß Mission hängen geblieben, ey. So. Strom an beim Nierenviertel. Ja, kam jetzt zwar unverändert, aber dafür haben wir jetzt ein bisschen wieder EP gesammelt. Da erhöhe ich mal den Schaden zu meinen Augen, aber da müsste ich noch ein bisschen mehr sammeln. Aber dafür erhöhe ich mir erstmal das dann, damit ich dann hier bei den Schienen dann. Trish. Ein Flugzeug hat eine Kiste mit Medikamenten abgeworfen und jemand muss sie von den U-Bahn schützen. Der einzige Flugverkräfte, den ich kenne, ist und mit mir. Du bist allen das schuldig. Ich melde mich, wenn die Kiste sicher ist. Ach, warte mal, dieser scheiß Counter Reaper ist eine Sache für sich hier. So, tötet. Okay, wo muss ich denn jetzt lang? Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Ach so, Twitch nimmt Kontakt auf. Killerkommando, gefallener Polizist. Das ist ja interessant. Das sind zu wenig Nebenmissionen hier. Gerade aufgetaucht so. Die Leute mögen mich jetzt nicht, weil ich hier ein böser Mensch bin. Geht's euch gut? Oder wie? Ich glaube, ich gehe jetzt mal hier lieber hoch. Kommt schon. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Achso, ja. Ich will euch mal was kundigen. Ich habe jetzt einen zweiten Kanal aufgemacht. Der heißt Isound Let's Button. Und da zeige ich mich mal so ein bisschen wirklich so. Also das ist so ein. Das ist so bloß ich hab so als Sketch bloß mal. Ich bin bloß habe ich mich als Community, also
als Komiker, Comedian, und da bin ich ein Sketch-Comedian. Ey, wieso sagen die nicht, dass ich das war? Achso, weil ich ja nicht Held bin. Weil ich ja böse bin. Geile Entscheidung. Zwischen dem Charakter. Soll ich meinen guten Tag? Wuhu! Boom! Boah, Zerquetschung. Boah, Alter, das war ja Hammer. Ah, fuck. Hä, wieso ist es jetzt auf einmal leicht beschädigt? Wollt ihr mich verarschen? Granate lässt grüßen. Boah, Alter. Ihr habt echt keine Chance gegen Kohl. Naja, außer der Typ hier mit der Minigun. Oh, fuck. Oh, erstmal schnell aufladen. Stirb! Bastard! Oh, ich brauche Energie. Ist hier Energie, Evan? Oh, wieso sauge ich nicht gleich die Viecher an? Gib mir deine Energie! Yeah. Danke. Wo willst du hin? Boah, das war jetzt episch. Ah, fuck! Aha, es hält dort an, wo dieser Typ kommt. Einmal und zweimal. Oh. Erledigt. Kommen da noch welche? Ja, da kommen noch welche. Yep. Kommt her. Ja, ich muss saugen, damit ich hier was habe von diesem Feind. Weil die geben mir richtig viel Energie wieder zurück. Du kleiner hinterhältiger Penner, ey! Dein Pech, du bist tot. Ja, komm.
Boah, die Großen sind krass, ey. Das passt jetzt gerade nicht. Wir können sie in den Vollsteigerle, weil niemand überlebt. Wir können ihn auch mit meinem T-Shirt drucken und so richtig cool machen. Denk mal drüber nach. Du hast die Hobbys, ich das höre. Der mit seinem geilen Vorschlag, Alter. Ah, jetzt kommen die, ja, jetzt kommen diese Fahrzeuge. Oh, die kotzen mich so scheiße dreckig an, Alter. Ja, genau, genau, stellt euch dort an. Ich hab ja. Mal wieder weggesaugen. Los, los, los. Doppelt Schachmatt. Komm, 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 zerstör das Ding. Genau. Super. War das alle? Es waren alle. Ja, es waren alle. Das waren alle. Kann ich dabei irgendwie helfen? Nein, geht schon. Und Cole, danke für deine Hilfe. Heißt es, wir reden wieder? Mal sehen. Mal sehen. Durch ihre Taten sind sie etwas böse geworden. Aha. Ah, das ist... Das ist... Das ist sowas geil. Wie sagt man das immer? Das ist Musik in meinen Ohren. Na, ich brauche noch mehr EP. Paul, ich habe Saschas Standort herausgefunden. Sie ist im Jefferson-Tunnel. Gehen Sie zu den Koordinaten auf Ihrem GPS. Alles weitere erfahren Sie vor Ort. Yeah, unser Bossfight beginnt. Let the boss fight begin. Ja, und das mag ich so bei diesem Ding. Oh mein Gott, jetzt geht's los mit dem ersten Bossfight. Damit freue ich mich so. Ich bin gegenüber von Jefferson Tunnel. Da der Eingang blockiert ist, müssen Sie einen Weg dorthin unterfinden. Am besten Sie gehen auf das eingezäunte Gelände und versuchen, das Tor zu öffnen. Rock and roll. Scheiße, das war mein Fehler. Wow. Das war nah. Das war zu nah, Alter. Schluck erstmal Granate. Aha. Oh, fuck, Alter. Leck mich doch, Alter, fett. Verstehe, die haben
So, du stirbst. So, erstmal fallen lassen. Fuck! Ich hab gedacht, der trifft mich. Aber er trifft mich. Ich hab gedacht, der trifft mich nicht, aber er trifft mich. Boah, komm schon! Ja, klar. Ich musste auf ihn konzentrieren und der andere greift mich an, Alter. Oh, zu krass. Das ist mir zu krass. Fliegt schön. Du willst doch nicht etwa das Ding benutzen, oder? Klar, ein Kopfschuss verpasst und dann wieder ein Fail. Ah, Mann, ey, Frustration. So, jetzt lieber erstmal was nachladen. Oh. Mal eine andere Taktik voraussetzen, ja. Bestimmt sicherlich besser. Boah, fuck, fuck, fuck. Fuck. Oh. Du bist weg und du bist weg, gut. Oh, du bist tot. Ja, definitiv tot. Das war's, war? Das waren alle, wa? Süßer, leckerer Kuh. Endlich bist du gekommen. Ich habe sehnsüchtig auf dich gewartet. So, Tor öffnet sich und da kommen drei Reapers raus. Du bist tot und ihr seid tot. Ja. Und ich kann die Liebe in dir spüren. Boah,
fuck, Alter. Das ist echt krasser als normal zu spielen, ey. Nixa, du stirbst. Nicht, dass jemand auf die besondere dumme Idee kommt, dann nochmal das Ding zu benutzen. Doch, es hat doch jemand getan. Dumm? Das war dumm. Mann, das ist zum Kotzen. Mal das eben so. Na, nimmst du mal? Geht doch. Ja, klar. Noch irgendwelche letzten Wünsche zu sagen, bevor ihr stirbt da hinten? Nein? Okay. Ups. Ich hab gerade einen Pfeiler zerstört. Bist du oder so jetzt ein Reaper?
Ach, ist auch tot. Glaubst du, ich sehe sie nicht? Wie du sie stolz überall zur Schau stellst? Jetzt sehe ich alles, Kessler. Alles. Was ist das? Du bist ganz schön gerissen. Spielst deine Spielchen und glaubst, du bist der Schlimmste von allen. Aber du wirst bezahlen. Oh ja. Schatz, was war los? War viel Verkehr. Ich habe doch gesagt, du sollst nicht die Brücke nehmen. Sie ist nachts immer überfüllt. Zieh dich an. Wir gehen heute Abend essen. Und das habe ich dir doch gesagt. Mammerchen. Du machst wohl Witze. Unser erster. Hab ich dich. Yeah! Komm schon, Baby! Drauf stehe ich! Na, wo kommst du? Ah! Butt! Natürlich im Abendgarderobe. Ich habe einen Smoking rausgelegt und Suppe aus den Knochen der Nachbarn gemacht. Fuck, Alter. Ja, ja. Mach weiter. Lecker. Geil, oh. Oh, ich stehe auf solche geilen Spielchen. Boah, fuck, fuck. Wir waren die ganze Zeit im Bett und oh, du bist mir zugeflüstert. All deine Versprechen. Warum, Kessler? Warum liebst du sie? Ich werde sie töten. Ich liebe es. Und mich mit ihrer Haut schmücken. Zum letzten Mal. Kessler ist das nicht. Das ist Kohl. Oh, erstmal weg hier. Diese komischen drei Dinger, ey. Alter! Oh, erstmal raus aus diesem scheiß verdammten Kaff, Alter! Oh! Die ist ja krass, ey! Wow! Du weißt es nicht, was? Natürlich nicht! Aber du wirst nur früh genug erfahren! Du wirst fallen! Wow! Das war heilige Scheiße, verdammt nochmal knapp! Meinen Körper und Geist verändern? Ist das meine Zukunft?
Egal. Sie weiß auf jeden Fall von den Erstgeborenen und der Strahlengruppe. Ich muss etwas unternehmen und deswegen werde ich mit ihr sprechen. Und zwar jetzt. Sie waren schnell. Überall rauch. Sascha wurde rausgezogen. Wer auch immer sie war. Sie waren Profis, wo sowas rausgekommen. Es war keine Zeit zum Nachdenken. Überall tropfte Wasser herunter und alles brach zusammen. Ich konnte nicht zurück, also lief ich in das Land vor. Belly, das war geil. Oh mein Gott, ey. Ja, so kann das laufen. Oh, geil. Es reicht immer noch nicht für den Schadensminderung 20%. Cole, was war los da unten? Ist Sascha tot? Schön wär's. Fast hatte ich sie besiegt, aber dann kamen Maskierte und haben sie gestoppt. Der ganze Tunnel ist eingestürzt. Das waren sicher die Erstgeborenen. Vielleicht haben wir Glück und sie töten sie für uns. Ja, hoffentlich. Oh toll, die Duskman. Bitte keinen Strom mehr. Und ich kann kaum noch laufen. Ich werde die nächste Verteilerstation wieder anschließen. Alter, krass. Oh, ich glaube, ich mache jetzt lieber hier am Feierabend, ey. Oh, bis zum nächsten Mal bei diesem geilen Part. Ciao.